Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und zuallererst wollte ich mich erstmal ganz recht herzlich bedanken auch für das ganz tolle Feedback, was ich auf mein letztes Video bekommen habe, das Tipps und Tricks Video zu den Lucky Coins. Das kam echt super bei euch an, muss ich sagen. Hab ganz, ganz viele nette Kommentare bekommen und ja, da wollte ich einfach mal Danke dafür sagen. Das hätte ich nicht gedacht, dass das echt so gut ankommt bei euch. Und ja, falls ihr irgendwie Lust habt daran oder Interesse, dass ich nochmal irgendwie so ein Tipps und Tricks Videos machen soll, ich wüsste jetzt nicht spontan über was, aber vielleicht habt ihr da ja eine Idee, dann könnt ihr das einfach mal in die Kommentare schreiben. Falls ihr noch irgendwas wissen wollt, was jetzt vielleicht so noch ungeklärt ist oder so, keine Ahnung, könnt ihr mich ja das gerne mal wissen lassen. Gut, wir gucken heute mal, wir werfen heute mal einen Blick in die Unterwelt. Denn da bin ich wieder in der Ehrenhalle auf Platz 1. Auf Platz 1 haben wir uns zurückgekämpft hier in der Unterwelt. Ehrenhalle haben hier den Ratzfratz jetzt überholt. Anscheinend musste er wohl doch ein paar Gebäude ausbauen und dafür ein paar Skillpunkte weglassen beim Wächter. Das hatte ich mir nämlich schon fast gedacht, dass der Typ nämlich nicht ganz, ja, sag ich mal, nur auf Ehrenhalle spielt und deswegen früher oder später holen wir jeden ein. Ne? Also davon mal ganz abgesehen, denke ich mal, klappt das hier ganz gut und zur Feier des Tages greifen wir mal hier direkt hier unseren Freund wieder an. Ich denke mal nicht, dass er heute noch ein Level-Up erreichen wird. Und ich habe jetzt auch erfahren, lieber immer einen Kampf übrig lassen zum Schluss erstmal. Das hat mir auch jemand in den Kommentaren geschrieben. Ich habe leider den Namen vergessen. Aber ich finde, sowas ist eine Win-Win-Situation, wenn ich euch Tipps und Tricks verraten kann, die ich vielleicht wusste, die ihr noch nicht wusstet. Und mir ihr genauso das in die Kommentare schreibt, was ich vielleicht noch nicht ganz wusste. Und ja, deswegen halt Win-Win. Denn nämlich wird die Rangliste hier aktualisiert. Beim letzten Mal, wenn man hier den Wächter wohl verbessert hat, oder nee, wenn man den angegriffen hat, so war das, glaube ich, gewesen. Und das heißt, wenn ich meine ganzen Skillpunkte hier in Wächter jetzt verskille und ja, ich habe meine 15 Kämpfe jetzt schon gemacht, dann wird die Rangliste hier nicht mehr aktualisiert. Das heißt, auch wenn ich schon über ihm bin, hier über Platz 2 quasi, auf Platz 1, würde das nicht mehr angezeigt werden. Deswegen immer einen Kampf übrig lassen, alle Skillpunkte hier in den Wächter hauen und dann kann man dann schlussendlich den letzten Kampf bestreiten. Ja, wenn man auf Platz 1 ist, ist da sowieso nicht mehr viel zu holen. Sky is the limit, so nach dem Motto. Aber ja, das nur mal so am Rande erwähnt. Das habe ich mir jetzt gemerkt. Vielen Dank auch für den Tipp an der Stelle. Ja, der Kleinkriecher, Stufe 180. Er ist in den letzten Zügen. Da haben wir nochmal einen schönen Crit raus. Und ja, da muss jetzt nur noch meine Gilde jetzt mal die letzten paar Hits landen, sag ich mal. Wir sind schon seit Tagen hier unter 5%, würde ich sogar fast sagen. Immer täglich so. Aber leider sind zurzeit viele wieder inaktiv. So, jetzt mittlerweile geht es sogar. Denn wir haben nämlich auch mal wieder einen Raid versucht, aber auch leider kläglich gescheitert, weil viele hier leider sehr inaktiv sind. Aber wie gesagt, das ist eine Gilde, die existiert schon seit 5 Jahren. Und da kann man den Leuten das nicht vorwegnehmen, dass der ein oder andere den Spielspaß ein bisschen verliert. Und deswegen, ja, es ist aber ein bisschen schade, muss ich sagen, weil man sieht, was so möglich ist hier an Gilden, wenn man hier die erste Gilde hier betrachtet, was die für einen Abstand hat. Das ist echt eine richtige Tryhard-Gilde, die jeden Tag wirklich, glaube ich, 320 Alu oder so spielt. Und dann auf Platz 2, wie weit das schon wirklich, was das für ein Abstand ist, das ist schon pervers, muss ich sagen. Das ist schon echt pervers. Und ja, deswegen ist es so ein bisschen schade. Viele haben hier wahrscheinlich die Hoffnung auch aufgegeben. Aber ja, zumindest von den Gildenherren. Wenn man jetzt bei der Heldenhalle guckt, oder bei der Ehrenhalle bei den Helden, muss ich sagen, sind die hier, die Top 100, auf jeden Fall noch sehr aktiv alle am Spielen. Wenn nicht sogar noch weiter, aber die Top 100, die sind auf jeden Fall auf 320 Alu unterwegs, so viel sei schon mal gesagt. Sonst ist es nicht so schwer, ist es nicht so einfach, sag ich mal, nee, ist es nicht so schwer, das war schon richtig, hier weiter nach oben zu steigen. Denn, ja, ich habe hier für von Platz 60 auf Platz 53 bestimmt jetzt, keine Ahnung,
2, 3 Monate oder so hat das bestimmt gedauert. Und ich spiele ja, wie gesagt, jeden Tag wirklich aktiv meine 320 Alu durch, meine 10 Arena-Kämpfe und so weiter und so fort. Nehme alles mit, was mitzunehmen ist. Lass mir da nichts entgehen. Und trotzdem steige ich so langsam auf in der Ehrenhalle. Deswegen, ja, es sind hier noch wirklich sehr viele aktiv am Zocken. Und das ist auch gut so, muss ich sagen. Denn so ein toter Server, ja, den gefällt keiner. Wäre ja auch langweilig so. Aber ja, gut. Lassen wir das mal so dahingestellt. Auf S31, der Server. Ich hatte das mal irgendwann rausgesucht. Den gibt es, glaube ich, jetzt auch schon 6 Jahre oder so. Also der ist auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, tatsächlich. Kam ja jetzt auch schon lange kein deutscher Server mehr. Jetzt bis auf den Unge-Server, der jetzt rauskam. Ist ja jetzt wieder der neueste. Ja, und wir gucken mal hier in der Festung. Ja, ich spare hier auf die Mauer jetzt zurzeit, denn meine Ressourcengebäude lohnen sich jetzt nicht, weil ich habe hier nur noch die Festung und dann habe ich eigentlich alles. Ja, genau, mir fehlt jetzt nur noch die Festung und hier die 2 Gebäude und dann habe ich tatsächlich meine komplette Festung ausgebaut. Das ist echt krass. Nur die Schmiede, die fehlt mir noch. Da habe ich hier noch 2 Sachen, die muss ich nochmal verbessern. Und danach bin ich komplett maxed out, sozusagen, was die Festung angeht. Jo, ich glaube, das war's soweit hier auf S31. Ja, dann gucken wir mal rüber auf die internationale Welt 23. Hier haben wir einen Int-Pod, den nehmen wir mal nicht mit, aber die Sanduhr, die gönnen wir uns mal. Und ja, hier geht es auch immer weiter voran. Hier muss ich gleich zuerst sagen, unsere Wing-Gilde, Night Raid 2, wir gehen mal kurz rauf. Da haben viele gleichzeitig die Gilde verlassen. Oh, zurzeit, jetzt hat sich schon wieder ein bisschen normalisiert. Wir waren zwischenzeitlich bei 20 Leuten. Ach so, hier, die sind auch nur eingeladen. Ich glaube bei 20, 22 Leuten oder so. Und die haben alle die Gilde gleichzeitig verlassen. Unter anderem auch unser Leader, der sich um alles gekümmert hat, hatte ohne irgendwie vorher mal Bescheid zu sagen oder so, die Gilde verlassen. Und ja, nun hängen wir so ein bisschen im Wind, muss ich sagen. Wer Lust hat, in unsere Gilde zu kommen, in die Night Raid 2, unsere Wing-Gilde, der kann das gerne machen. Der kann sich hier bei unseren Offizieren melden oder beim Leader selbst, jetzt, der jetzt zurzeit Leader ist. Und kann da gerne was hinschreiben. Und ja, ihr kommt da auf jeden Fall rein, denke ich mal. Und wenn ihr aktiv dabei seid, dann ist natürlich auch die Chance gegeben, in unsere Main-Gilde aufzusteigen. Das ist ganz klar. Und ja, davon mal ganz abgesehen, dass ihr auch aufsteigen könnt, findet ihr hier in unserer Zweitgilde wirklich sehr nette Leute, muss ich sagen. Viele auch aus der Community, viele von den Leuten, die auch die Videos hier schauen. Und deswegen seid ihr da auch untereinander, kann man mal so sagen, wenn man das so sagen darf. Gut, alles klar. Hier können wir auch noch das Glücksrad ein bisschen drehen. Bringt hier auf dem Server natürlich nicht ganz so viel zurzeit, denn hier wird, denn hier für die Festung, das dauert hier alles noch sehr, sehr lange. Und ich habe das Gefühl, ich werde hier immer noch sehr doll abgefarmt, deswegen bringt das zurzeit auch nicht so viel, weil meine Verteidigung noch nicht so optimal ist. Und ja, mal sehen. Aber ich habe zurzeit noch relativ viele Lucky Coins, weil ich das jetzt eine Woche lang aufgespart habe. Ja, kann man das auch mal ausgeben. So, wir gucken mal in die Toilette. Da habe ich, glaube ich, einen Tag. Ich glaube, einen Tag habe ich tatsächlich vergessen, hier was reinzuwerfen. Sonst wäre die Aura schon auf Level 2. Schande über mein Haupt, muss ich sagen. Aber wie gesagt, auf dem Zweit-Server, ja, es ist manchmal ein bisschen. Ja, man vergisst mal irgendwie die eine oder andere Sache. Das ist mir tatsächlich mal aufgefallen an mir selber. Zum Beispiel ein paar Skillpunkte vergeben. Kann ich auch schon wieder machen hier. Das habe ich auch schon längst übersehen. Und dann können wir auch gleich mal einen Arena-Angriff machen. Ja, die sehen alle ziemlich stark aus irgendwie. Wir greifen ihn mal an. Ja, schade, hat leider nicht geklappt. Gut, ansonsten hier in den Dungeons sei ich das Dämonenportal freigeschaltet. Aber zurzeit, ja, hat er überhaupt was abgezogen? Sieht nicht so aus. So ein ganz kleines bisschen. Also es lohnt sich hier noch nicht großartig. Und ja, es geht langsam auch hier voran. Wie gesagt, Free-to-Play unterwegs, Stufe 104, ist okay, ist okay. Gut, wir gehen mal rüber. Welt 31, hier haben wir ein Quest erledigt und nehmen direkt den nächsten an. Und ja, hier können wir auch nochmal einen angreifen. Haben wir auch verloren tatsächlich.
Und da hätte ich mal vorher vielleicht ein bisschen skillen sollen. Vielleicht hätte das einen Unterschied gemacht. Wahrscheinlich nicht. Wir gucken mal. Toilette haben wir alles reingeworfen. Ja, dann haben wir hier soweit alles abgefertigt auf beiden Servern. Und ich spiele heute nur noch meine Alu durch und dann war es das auch schon wieder für mich heute. Dann bin ich auch schon wieder raus. Und ja, wir haben uns den ersten Platz auf der Unterwelt zurückerkämpft. Da bin ich sehr stolz drauf, muss ich sagen. Unsere Strategie hat sich gut durchgesetzt und am Ende des Tages dominieren wir hier quasi die Rangliste der Unterwelt. Bin ich sehr stolz drauf, muss ich sagen. Merkt man vielleicht auch ein bisschen. Und ja, wer Lust hat, so ein bisschen was von der Unterwelt zu lernen, wie man hier halt in der Ehrenhalle relativ fix nach oben steigt, der kann sich meine ganzen, ich habe ganz, ganz, ganz viele Videos zur Unterwelt gemacht und wie man am besten skillen sollte, oder nicht skillen, sondern wie man am besten die Seelen verteilen sollte, was man zuerst hochzieht und so. Und ja, die Strategie hat für mich geklappt und ja, die Ergebnisse, denke ich mal, sprechen für sich, muss ich sagen. Und jo, mit den letzten Worten bin ich raus. Haut rein, bis zum nächsten Mal.